Hallo von der zurück zu 4-2 und ich habe ein wenig nachgedacht wegen Alma. So absurd es auch klingen mag, ich habe das Gefühl, Alma mag uns. Ja, ohne Scheiß. Ich meine, jedes Mal, wenn sie uns sieht, verschont sie uns. Vielleicht mag sie uns wirklich. Ich meine, alle anderen Leute, die Alma sehen, die werden direkt umgebracht. Nur wir nicht. Und wer weiß, ob sie uns wirklich angreift. Vielleicht wollte sie uns küssen. So absurd es auch klingen mag. Ich weiß es nicht. Das sind nur Spekulationen. Wie dem auch sei, wir fahren nach oben. Oder das Ding fährt runter. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Ich glaube, das Ding fährt runter. Okay, und es geht weiter. Jetzt kommen wieder ganz viele Gegner, aber ich habe ein Scharfschützengewehr und ich bin cool. Und noch ein Speicherpunkt? Okay. Da oben ist jemand. Doch nicht. Ich habe es mir nur eingebildet. Aber da hat doch irgendwas auf mich gezielt, oder nicht? Zielt auf mich. Ich bin hier. Da komme ich halt runter. Wenn ihr euch nicht traut, dann komme ich halt zu euch. Okay. Jetzt geht's los. Jetzt geht die Party ab. Bam! Gut. Da oben. Wollte ich nicht. Verdammt, die Stange. So. Noch jemand? Erwartet. Anscheinend wagt es niemand mehr. Doch, da hinten. Ach, daneben. Ich brauche den Bullet Time nicht. Ich sage euch, dass ich es auch ohne kann. Naja, wem will ich was beweisen? Ich weiß, dass ich nicht zielen kann. Okay. Okay, das kann ich nicht benutzen. Ich muss die Fracht abwerfen. Okay. Gut, dann würde ich sagen, ich schieße. Oh Gott. Dude! Habe ich deinen Arm getroffen? Habe ich deinen Arm getroffen? Ich weiß es nicht. Egal, auf jeden Fall muss ich das Ding kaputt machen. Aber anscheinend nicht so. Vielleicht muss ich auch erst hochgehen. Ich gehe erstmal hoch. Hier müsste irgendwann eine Leiter sein, aber ich sehe keine. Doch da hinten. Gut, ich habe einen Weg gefunden. Aber sind hier noch Gegner? Wer weiß. Ach, war ja klar. Die Leiter ist kaputt. Ach, erst wenn du sie reparierst. Ach, komm schon. Das ist doch nicht so Pussy, Mann. Gut, dann werde ich einen anderen Weg finden müssen. Da hoch zu gelangen. So, hier habe ich mein Inventar. Jemand hat gesagt, ich muss das Mausrad einfach gedrückt halten und hier habe ich einen anderen Granaten. Das wusste ich nicht, jetzt weiß ich es endlich. Danke dafür, wer auch immer mir den Tipp gegeben hat. Okay. Ja, aber ehrlich, wie mache ich das? Wie mache ich das? Also am liebsten würde ich irgendwie da hochgehen und irgendwas machen, aber da komme ich nicht hoch. Oder vielleicht doch. Geh erstmal hier lang. Und es passiert nichts. Ich habe gehofft, dass irgendein Trigger ausgelöst wird. Aber es wird kein Trigger ausgelöst. Man kann aber nicht alles haben. Gut, aber jetzt ernsthaft. Was soll ich tun? Ah! Das sehe ich natürlich immer zum Schluss. Immer und immer wieder. Verzeiht mir. Aber das Let's Play ist mal blind, Leute. Ich bin nicht gut in Ego-Shootern und ich spiele das Spiel zum ersten Mal und das ist eine böse Kombination. Wie dem auch sei. So, bestimmt kommen jetzt wieder Gegner. Ich fühle es, ich spüre es. Und ich habe Angst, dass irgendjemand darauf knallt. Geh erstmal hier lang. Ach, wusste ich's doch. Bam! Wo ist noch einer? Irgendjemand. Ach, da unten. Okay. Ich habe mich schon gewundert. Aber ich sehe ihn nicht. Da oben. Bam! Das war's. Okay. So. Aber ich muss sagen, wenn man zielt und gleichzeitig den Bullet Time benutzt, dann ist es wirklich nicht schwer zu treffen. Und ich benutze immer den Bullet Time. Sobald ich meinen Scharfschützengewehr benutze. Okay. Nun los. Du! Nerv mich. Ah, verdammt, was zum... Oh, ich kann nicht richtig zielen. Hüpf! Hüpf! So. Du nervst. Nerv mich. Gut. Vielleicht sollte ich mich heilen. Ich muss einfach. So. Das Ding ist unten und das Hindernis ist beseitigt. Beseitigt. Beseitigt, meine ich. Beseitigt. Wo ist er denn? Bäm! Was zum... Ah, ich habe die andere Leiche getroffen. Verdammt! Und die Musik ist verdammt laut, habe ich das Gefühl. Deswegen will ich ein bisschen lauter reden, damit ihr mich auch hören könnt. Und irgendjemand ballert mich wieder ab. Und zwar du. So, das war ein fast Kopfschuss. Wer schießt mich noch? Da! Warte, bin ich blind? Du! Hält aber viel aus. Okay. Auf jeden Fall muss ich wieder runter. Und hier gibt es Munition für mich. Aufsammeln. Hi. Na? Wie geht's dir? Okay. Gib mir Muni.
Irgendwer blättert mich wieder ab. Erst ballern mich viele ab, aber ich sehe die nicht, habe ich das Gefühl. Das heißt, ich habe das Gefühl, ich sehe die einfach nicht. Bäm! Und ich treffe die nicht. Bäm! Und jetzt von ihnen geteilt. Was zur Hölle? Krankes Spiel. Die hat mich von da getroffen. Der hat quasi durch die Wand geschossen. Und zum Glück habe ich hier Heilung. In Deckung gehen. So. Dass mich von da jemand abschießt, habe ich nicht gesehen. Aber ich bin kein Blitz mehr, müsst ihr wissen. Naja, das wisst ihr eigentlich schon. Nein, kletter doch nicht runter, du Volldepp. Genau, noch ein Bullet Time. Ja, 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 komm. Oh, schnell heilen. Nein, ziel doch nicht. Das passiert, wenn man vor einer Leiter jemanden abschießt. Bam! Ja, warum sind das viele? Das nervt langsam. Hat er sich... Ich glaube, der hat sich selbst umgebracht, doch nicht. Aber er hat auf das explosive Fass geschossen. Und sich damit selbst verletzt. Hi. So, du hast zum Glück Heilung. Und ein Medikit wäre jetzt nicht schlecht. So, hier gibt es Panzerung. Aber das bringt mir nichts. Und, naja doch, eigentlich schon. Es bringt mir schon was. Gut, kommen hier noch mehr Gegner? Traut euch, ihr Feiglinge! So. Und die Musik hat aufgehört. Ich glaube, das waren alle. Gut. Dann würde ich sagen, ich gehe hier... Ja, ich springe einfach drunter. Es passiert schon nichts. Und immer, wenn ich das sage, passiert etwas. Ich weiß, was ihr denkt. Okay. Dann würde ich sagen, los geht's. Das waren meine ersten Worte in Mother 3. Ich würde sagen, los geht's. aber ich muss sagen, 4-2 macht wirklich Spaß. Wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Wenn ein Let's Player Horrorspiele spielt, dann hat er mehr weibliche Zuschauer als männliche Zuschauer. Ist mir so aufgefallen. Ich weiß, einige glauben mir nicht, aber bei Sui zum Beispiel, die haben uns seine Inside angeguckt und er hat 70% Weiblichkeit. Ohne Scheiß, 70%. Das sind über 11.000 Leute. Was ich ziemlich krass finde. Und ich glaube, das hängt mit den Horrorspielen zusammen. Mädchen stehen eher auf Horrorspiele. Ist wirklich so. Vielleicht soll ich mit Tonizio anfangen? Nein, nein. Ich bin der männliche Kanal. Ich habe 25%, 20% Weiblichkeit. Aber ich bin halt nur der männliche Kanal. Hier kommen die wahren Männer und bei der zweite Prototyp kam ein Jahr später zur Welt. Auch bei ihm erwartet. Sie mochte es nicht, dass man ihr die Babys wegnahm. Jahre später entschied man, dass sie zu gefährlich sei. Nachdem man erkannt hatte, dass sie die Handlungen des zweiten Prototyps beeinflusste, obwohl sie bewusstlos tief unter der Erde in einem telestetischen Unterdrückungsfeld eingesperrt war. Man schaltete die Lebensunterstützungssysteme ab und versicherte die anderen. Man wollte sie in dem lausigen Tag, in dem sie seit ihrer Kindheit trieb, im Fruchtwasser ertrinken lassen. Ihr Herz quittierte den Dienst, aber ihre psychische Signatur nicht. Nur wenige können sich einfach weigern zu sterben. Paul und Wade hat recht. Wir schaffen uns unsere eigenen Monster, die uns dann heimsuchen. Warum habe ich das Gefühl, dass Alma hier ganz in der Nähe ist? Alma? Okay, anscheinend ist sie doch nicht hier. Oder vielleicht habe ich sie einfach nicht gesehen. Und da bin ich auch schon. Endlich in Still Island. Und da, was ihr mir erzählt habt, ist wirklich... verschwunden. Danke, Alman, dass du mir den Weg blockiert hast. Na gut, dann gehe ich halt außen rum. War das wirklich nötig gewesen? Aber ganz ehrlich, ich habe immer noch das Gefühl, dass sie auf unserer Seite ist. Ich bleibe bei meiner Theorie. Auch wenn das wie ein Angriff aussah. Ach, ich weiß nicht. Ich weiß nicht so wirklich, was ich... Alma, ganz ehrlich, wenn du so weitermachst, dann schieße ich dich ab, ohne Scheiß. Du hast noch mehr blockiert. Ja gut, meinetwegen. Aber ich finde immer einen Weg, denn ich bin Bäcker! Ich meine Beckett. Gut. Und Fahrstuhl. Benutzen. Alma, lass mich in Ruhe. So. Gut, ich würde sagen, wir treffen Stokes gleich. Hoffe ich zumindest. Wo Keegan ist, keine Ahnung.
Wahrscheinlich ist er schon tot. Alma nähert sich. Sie werden ihr nicht mehr lange widerstehen können. Sie sind in der Einrichtung auf Still Island angekommen. Wir müssen nun ihr Team treffen, um den telästhetischen Verstärker finden. Sergeant Keegan scheint jetzt außerhalb ihrer Reichweite zu sein. Alles klar. Gehen Sie zum Verstärker auf Still Island! Alma? Alma? Ich habe ein ganz böses Gefühl. Und ich habe mich gerade vor meinen eigenen Schatten erschreckt. Naja, wie dem auch sei. Hallo Still Island. Ich mag dich. Nicht. Bringt sie in die Kammer. Nein! Lass sie in Ruhe! Die Arme. Alma ist das eigentliche Opfer. Und diejenigen, die 4-1 geguckt oder gespielt haben, die wissen das auch. Sie ist wieder ganz in der Nähe. Naja. Gut. Und nein. Wir haben den Ort gefunden. Was zur Hölle? Gut. Auf jeden Fall ist das hier der Ort aus unserer Vision. Und hier wurden einige Fabriken erbaut. Was ich ziemlich krass finde. Das war mal ein so schöner Ort. Aber es ist interessant, sich umzusehen. Ich habe das Gefühl, die Schaukel wäre in der Stadt. Aber vielleicht habe ich ja was verwechselt. Okay, Leute, dann würde ich sagen, ich mache hier erstmal Schluss vor der kaputten Eiche hier. Und ja, bis zum nächsten Mal bei 4-2. Ciao.